Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir mal darüber nachdenken, was so mit unseren Pflanzen passiert, wenn wir im Urlaub sind, beziehungsweise wie wir unsere Pflanzen mit Wasser versorgen können, selbst wenn wir nicht da sind und uns halt ja, um die tägliche oder zumindest regelmäßige Wasserversorgung kümmern können. Also idealerweise hat man ja jemanden, der dann vorbeikommt und bedarfsgerecht gießt. Das ist ein großer Glücksfall, hat natürlich nicht jeder. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was es für Alternativen gäbe, um unsere Pflanzen halt wirklich versorgen zu können. Und sehr, sehr, sehr beliebt dabei sind so Rasensprenger oder Sprengregler oder diese Dauerregler da, die man mit einer Zeitschaltuhr bedient. Zeitschaltuhr halt schön einstellen, frühe Morgenstunden idealerweise, die dann wunderbar halt für eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, wie ihr es gerne möchtet, halt das Wasser abgibt. Diese Art der Bewässerung ist allerdings eher geeignet für Rasenflächen als für Zier- oder Nutzpflanzen, weil bei Stauden oder Gemüsepflanzen, da gelangt das Wasser ja überwiegend nur auf die oberen Pflanzenteile, also sprich auf die Blätter, auf die Blüten, gegebenenfalls auf Früchte, wenn welche da sind und nicht unbedingt auf die Erde, dort wo es dringend benötigt wird. Und dafür bietet es sich dann wiederum an, so Bewässerungssysteme zu verlegen. Das sind dann so Schläuche, die werden in den Beeten installiert. Natürlich geht das nicht zwei Tage vor dem Urlaub, das ist ein relativ langwieriges Prozedere. Das sind Schläuche halt mit Löchern und die werden halt dann auch über eine Steuerung halt mit dem Wasser versorgt. Und das Wasser wird sukzessive immer weiter an diesen Boden abgegeben, sodass dann halt eine regelmäßige Wasserversorgung stattfindet. Der Nachteil daran ist, es kann natürlich auch eine übermäßige Wasserversorgung stattfinden. Ich meine, so ein Schlauch weiß ja nicht, wenn draußen halt es schon fünf Tage geregnet hat, kann es natürlich passieren, dass es dann ein bisschen zu viel Wasser sein wird. Aber prinzipiell ist das eine super Möglichkeit, halt zumindest erstmal so Staudenbeete und sowas halt schön mit Wasser zu versorgen. In Kästen, in Pflanzgefäßen ist es tatsächlich ein wenig einfacher, die zumindest für ein paar Tage erstmal mit Wasser zu versorgen. Weil da gibt es ja zum einen gibt es ja schon so Pflanzkästen und Pflanztöpfe. Die haben ja schon ein eingebautes Bewässerungssystem. Das heißt, da unten drin ist also ein Wasserspeicher, wo dann erstmal für ein paar Tage lang die in dem Kasten gepflanzten Gewächse, dass die dann halt sich schon mal ihr Wasser holen können. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut möglich. Alternativ, ganz, ganz simpel, deswegen habe ich diese Flasche hier in der Hand, eine Wasserflasche, eine Plastikwasserflasche. Also, und da sollte es auch wirklich Wasser sein und jetzt nicht zwingend irgendwie Säfte oder Öl oder andere Substanzen. Also eine Wasserflasche, die wir wirklich mit Wasser füllen. Schön mit Wasser füllen und dann kopfüber in dieses Pflanzgefäß, also in das Substrat so reinstecken. Wir stecken es dort rein und fixieren es nach Möglichkeit auch noch, damit die Flasche halt nicht auf den Gedanken kommt, irgendwie umzukippen oder durch Wind halt umgeweht zu werden oder sonst irgendwas. Ein bisschen fixieren, damit sie dann halt dort verbleibt und halt dann sukzessive an die Erde in den Pflanzgefäßen das Wasser abgibt. Diese Möglichkeit haben wir auch. Wie gesagt, alles Behelfsmittel für ein paar Tage. Wenn ihr einen langen Urlaub plant über ein paar Wochen, wird das alles wahrscheinlich nichts nützen, außer eventuell diese Schläuche da im Boden. Aber zumindest für kurze Trips könnt ihr sicher sein, dass eure Pflanzen wohl versorgt sind. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr liked es, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.